Ja Leute, geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen aus Bad Waldsee. Ja, wir haben Bombenwetter, wir haben Blue Sky, wir haben keinen Wind. Hoch die Hände, Wochenende, wup, wup. Und traumhaftes Flugwetter heute. Also von den bekannten Gesichtern war aber auch noch keiner von euch am Platz, oder? Schämt euch. Ja, bei uns in der Gegend, da wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die hat sich Luftbrücke Ukraine genannt. Und mich hat mal gefragt, man ist an mich rangedreht, hat gefragt, Alex, du, magst du da vielleicht mitmachen? Habe ich gesagt, klar, mache ich. Und habe dann einen Flug quasi in den Topf geworfen. Das heißt, jeder, der bei der Spendenaktion mitmacht, landet mit seinem Namen im Lostopf und hat dann die Chance, eben einen Rundflug mit mir zu gewinnen. Und bei der Aktion, die lief jetzt ein paar Wochen lang, kamen über 30.000 Euro zusammen. Finde ich eine stolze Summe, mega. Und heute ist es soweit, der glückliche Gewinner darf heute eine Runde fliegen gehen. Also um das gleich vorne wegzunehmen, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, den Rundflug zu spendieren. Alles andere, die Organisation, das Ganze, wurde von anderen übernommen. Also 30.000 Euro sammelt man nicht so von jetzt auf gleich mit dem kleinen Rundflug, sondern gehört noch viel, viel mehr dazu. Bei der Spendenaktion, da waren mehrere mit dran beteiligt. Und ich sag mal so, ich habe den kleinsten Teil dazu beigetragen. Ich habe einen Rundflug mit reingeschmissen in den Topf und das war's. Andere haben sich da wirklich einen Arsch aufgerissen, haben wirklich viele Termine gehabt, auch Radiotermine gehabt, haben wirklich viel Promotion betrieben, dass da eben 30.000 Euro zusammenkommen. Von dem her nochmal ein großes Dankeschön an die Stelle. So, jetzt habe ich den Daniel hier neben mir, den glücklichen Gewinner vom Gewinnspiel. Daniel, dir herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Und danke für deine Spendenbereitschaft. Gerne. Freust dich drauf? Ja, riesig. Prima. Freue mich riesig. Bist du schon mal geflogen mit so einer Kiste? Nein, noch mit so einer Kiste noch nie. Dann wird es jetzt aber Zeit. Ich würde sagen, los geht's. Uniform Sierra, abflugbereit auf der Piste 1.5. Delta Uniform Sierra, die Schranken sind geschlossen. Uniform Sierra startet auf der 1.5, danke. Okay, ist bereit? Jawohl. Gucken wir noch einmal, bis passt. Zylinderkopftemperatur ist okay. Da ja. Brauchen wir keinen Mindest. Sprit haben wir auch, Batteriespannung ist auch okay. Und Öltemperatur ist auch da. Ne? In dem Fall, los geht's. Schon sieht man die Berge. Ja, ja. Wunderbar. Aber man merkt tatsächlich, wenn du jetzt da drin bist oder meine Frau. Ja, ich bin schwerer. Das merkt man, aber richtig, ja. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen gewundert, ja. Da braucht tatsächlich doch so ihre 50 Meter länger. Großer Wald hier. Ja, und da musst du auch immer gucken, also wenn du da direkt rüber fliegst, dann ist es nicht so optimal, weil wenn da doch mal irgendwas sein sollte. Ja. Ich tue zum Beispiel immer, wenn ich fliege, unterbewusst schon, gucke ich immer, wo sind Plätze zum Landen. Motor ausgeht, dass du einfach siehst. Ja. Weil du hast zwar diese Rettung hier, ne? Genau. Da musst du so mit 10, 15 Kilo musst du dran ziehen, also ordentlich. Da musst du dich voll ranhängen. Ja. Ja. Und dann geht hinten die Rakete raus und ein Fallschirm kommt runter. Aber das machst du nicht automatisch, wenn du einen Motorausfall hast. Nee, man versucht zu gleiten. Sondern du bleibst erstmal ruhig, du gleitest und dann guckst du erstmal. Wenn du über so einem Waldgebiet bist, bleibt dir nichts anderes übrig. Ja, klar. Ne? Aber hier jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Motor ausgehen würde, würde ich nach links drehen. Ja. Und da das eins von diesen Feldern von den zwei nehmen. Ja, genau. Ne? Eine Kotztüte nebendran, habe ich nicht gesagt, in deinem Fach hier. Was ist das? Eine Kotztüte. Ah ja, falls es bei dir, generell, okay. Wenn es dir irgendwie schlecht wird, ja. Sag's mir. Aber fliegt sehr ruhig und angenehm. Bis jetzt geht's noch, ja. Also im Sommer ist es teilweise schon heftig.
Hast du eigentlich Verstellpropeller oder nein. Nur mit Drehzahl vom Motor? Ja. Also Verstellpropeller ist sehr anfällig, ist sehr kompliziert, ist sehr teuer. Aber der Verein hat auch eine Maschine C42 mit Verstellpropeller, okay. Aber die wollen auch weg davon. Ja. Weil es ist kompliziert für einen Flugschüler, das zu lernen, weil du konstant immer aufpassen musst. Ne? Und es ist einfach, wenn da mal irgendwas ist mit dem Ding, ist es schweineteuer. Okay, ja. Und den Gewinn, den du dadurch hast, dieses 10, 15 maximal, also 20 ist schon übertrieben, ne? Also zwischen 10, 15 km/h bei dem Flugzeugtyp jetzt, ist einfach, macht keinen Sinn. Ja, lohnt sich nicht. Es gibt vielleicht schon Typen, gerade so Hochleistungsflieger, wo das Sinn macht, aber bei der Gurke hier macht keinen Sinn. Ja. Uniform Sierra, Edward, Flug 1, bitte. Edward, Uniform Sierra, die Schranken sind geschlossen. Das Gas komplett raus und jetzt schweben wir sie aus. Wir schweben sie aus. Noch ein Stück. Schweben. Ja, jawohl. Sehr schön. So, da sind wir. Heile wieder zurück. Super war's. Prima. Richtig schön war's. So, wir sind wieder gut zurück. Erster UL-Flug gut überstanden. Super war's. War schön, prima. Richtig schön war's. Ne? Super. Vielen Dank, dass Sie Kühnert Air geflogen sind. Ne? Wir begrüßen Sie beim nächsten Mal wieder. Ne? Schön, dass ihr mit dabei wart. Prima. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Servus.